Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Kartenspieler. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Pokémon Trading Card Game 2. Ja, was soll ich sagen? Im letzten Part hatten wir gegen Roland gespielt, kurz vor Ende. Und der hat uns mächtig unter Druck gesetzt, weil wir ja dieses Crafty-Deck verwendet haben. Und ich eigentlich gar nicht das verwenden wollte. Und irgendwie haben wir trotzdem gewinnen können. Gerade so. Ich werde es jetzt auflösen. Und wir werden jetzt unser Main-Deck so gut es geht ausstatten, dass wir in naher Zukunft eigentlich gar keine Probleme mehr mit irgendwas haben, weil wir Consistency haben. Zumindest ist das Ziel. Und ich denke, wir haben auch mit das Schlimmste hinter uns gebracht, weil wir ja eigentlich jetzt unsere Schwächen nach und nach ausgemerzt haben müssen. Also wir haben jetzt den Psycho-Club hinter uns gebracht. Das heißt, Kampf dürfte jetzt wieder komplett funktionieren. Wir haben noch nicht Wasser bekämpft, aber Feuer hat, glaube ich... Es gibt, glaube ich, keine Resistenzen Feuer in den ersten zwei Pokémon TCG-Generationen. Ich wollte eigentlich gerade mal schauen, ob ich das noch ein bisschen leiser machen kann. Kann ich das Ingame ein bisschen leiser machen? Oder ich bin einfach nur empfindlicher geworden. Nein, ich bin vermutlich einfach empfindlicher geworden. Okay, wir bleiben dabei. Egal. Wir legen los und basteln jetzt erstmal ganz kurz hier dran rum. Ich hätte gerne eine Ninetales, damit wir zwei haben statt einem. Und so Feuerkarten sind an sich ziemlich stark, damit kann ich leben. Ich würde auch gerne das alte Arcani haben, das wäre schon sehr nett. Ach, das war dieses. Nee, das Machoke, das taugt nicht. Das können wir nicht mit reinnehmen. Zwei Hitmonchans. Ich würde sogar sagen, Pokémon-technisch brauchen wir gerade einfach gar nichts überarbeiten. Wir könnten noch überlegen, das ist das andere Tauros. Das ist nicht so gut. Wenn wir das OG-Tauros bekommen könnten, das wäre nice. Wir könnten noch überlegen, einen Snorlax mit reinzunehmen, damit wir einen Pokémon zum Stallen im Feld haben. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Frage ist natürlich, was würde ich dafür raustun? Eigentlich nichts von dem, was ich hier gerade habe, denke ich. Ne, wir brauchen die ganzen Charmanders und Charmeleons, wir brauchen Vulpix und Volnuna, wir brauchen Ponita. Ich kann gerade keine Pokémon raustun, wenn, dann müsste ich eine Energie oder eine Trainerkarte raustun. Zweimal Eich ist fair, brauchen wir nicht öfter. Viermal Bill ist auf jeden Fall essentiell, den dürfen wir gar nicht raustun. Gust of Wind ist sehr, sehr stark. Energy haben wir 20. Was okay ist. Also 20 Energie sind mit Energy Retrieval, Energy Search und unseren ganzen Graben ziemlich, ziemlich gut. Ja, wie es aussieht, können wir derzeit tatsächlich nichts an unserem Deck machen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns ein bisschen um. Wer bist du denn? Grr, Girl. I won't say a word to you. You're just trying to spy on Team Grr. Ach, Quatsch. Ich frage mich gerade, ob wir gegen die restlichen Team Psycho, die Psycho-Club-Mitglieder kämpfen können. Ah, what happened? Oh, is that so? Thank you, Fenders. My name is Robert. I'm a member of the Psychic Club. Really, thank you so much for saving our club. Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir raus und schauen uns ein bisschen um. Ich würde sagen, unser nächstes Ziel... gehen wir erstmal in den Science Club. Hey Fantas, it's me, Joseph from Science Club. Look at this place. Grill number 2 of Team Grill is to blame for all of this. Our club's been taken over and our clubmaster Rick was kidnapped. I ask you, Fantas, please find and return Rick. Only you, the one who defeated the Grandmasters, can do this. I've been told that Grill number 2 is over in the Grass Club. If I understood correctly, he's taking control of the garden. Sieht so aus, als wäre das dann unser nächstes Ziel. Dann gehen wir in den Grass Club. I'm David, a Science Club member who builds record machines. Team Grill has locked up our deck machines, though it's a mess. However, would you care to duel me? I've hidden my cards from them. Ja, ich wollte eigentlich ja sagen. Okay. Natural Science Deck. Na dann zeig mal dein natürliches Science Deck. Okay. Du spielst mit Pflanzenkarten. Aber soweit ich das gesehen habe, sind das eher Gift-Pokémon.
Wir haben Feuerenergie. Ich würde sagen, weil wir das Glumanda haben, was direkt mit 20 angreifen kann. Ja. Tun wir das Glumanda rein. Benchen natürlich alles. Wir können mit Energy Search auch sehr gut vorbereiten. Also kein Thema. Bullpix und... Oh, das Bisasam tut mir leid. Das tut mir sowas von leid. Wir holen uns eine Feuerenergie und eine Kampfenergie, damit wir gleich im Anschluss auch noch unser Marsholo kampfbereit machen können. Und wir sind ready, das Bulbasaur direkt niederzumähen. Und direkt unsere erste Preiskarte. Und es ist Professor Eich. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Da kommt ein Bill. Okay. Und... Ah, natürlich bekommst du Kopf. Das ist gar nicht gut. Wir haben Rapid Dash direkt. Okay. Rapid Dash, du wirst als nächstes ausgestattet. Professor Eich, heben wir uns noch auf. Ich möchte die Feuerenergie nicht verschwenden. So, und jetzt können wir nur prayen, dass das Nidoran nicht nochmal trifft. Jawohl, sehr schön. Okay. Die Fighting-Energie an Machop und Flametail. Und wir haben das Nidoran auch besiegt. Sehr schön. Und wir ziehen noch ein weiteres Glumanda. Das können wir natürlich direkt benchen, wenn wir das Glumanda hier verlieren. Oh, er zieht noch einen Professor Eich, okay. Damn, du ziehst aber auch wie ein Wahnsinniger gerade. Na gut. Glumanda, du hast deine Dienste geleistet, du hast 2 Kills gemacht, ich kann nur stolz auf dich sein. Und wir gehen mit Rapid Dash rein. Maschumai, okay. Wir brauchen gerade wirklich noch nicht unseren Professor Eich spielen. Wir machen auf jeden Fall einen One-Shot-Kill an Bulbasaur. Und noch eine weitere Feuerenergie. Porygon, das kann uns egaler nicht sein. Das Ding one-shotten wir. If the defending Pokémon has a weakness, you may change it to a type of your choice other than farblos. Okay. Meine Weakness ist jetzt Pflanze, aber es juckt mich, weil... Agility, 30 Schaden und GG, wir haben gewonnen. Ja, das war ein schneller, knapper... Vor allen Dingen knapp. Ein schneller, knackiger Sieg, wollte ich eigentlich sagen. Ah, just as I expected. Easily defeated without the deck machines. Well, a loss is a loss. Here, take this booster packs. Packs, Mehrzahl. Gibst du mir 2? Das wäre nett. Ah, das ist nicht so gut. Okay. Oh, da gibst du mir tatsächlich 2. Nett. Und ein weiteres Gyarados. Oh, actually cool. Ich bin am überlegen, mir tatsächlich Wasser-Pokémon reinzuballern. Und Gyarados ist halt eine der großen Überlegungen wert, weil auch wenn es eine Menge Setup erfordert, ich denke, eine Gyarados und Lapras-Kombo, nicht das Lapras, aber wobei das würde ich auch mit reinnehmen, aber das andere Lapras, wenn wir es bekommen würden, wäre halt stark, die wäre richtig stark. Vaporeon ist auch sehr gut. Ja, ich würde eigentlich schon sehr gerne ein Wasserdeck bauen, Leute. Komm, wir machen ein Wasserdeck. Ich glaube, da habe ich mehr gute Pokémon, die ich verwenden kann. Nicht, dass mein Feuerdeck gerade unzufrieden wäre, aber ja, ne? Rapid Evolution. Search your deck for an Evolution card named Gyarados or Dark Gyarados and put it on Magic Hub. Shuffle your deck afterward. Das ist cool. Das nehmen wir mit rein. Offensichtlich ist Gyarados unsere Ace-Karte. Wir wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir das schnell rausbekommen. Zedra. Agility. Eigentlich auch nicht so verkehrt, oder? Kingler. Crab Hammer. Kingler hat nur 60. Ach, das ist ja wenig. Warum habt ihr so wenig KP? Dugong. Dugong, ja. Ich will Dugong. Volleyball, Psyduck, War Turtle, Squirtle. Das Squirtle ist nicht schlecht an das War Turtle.
Aber wir haben genug Wasser-Pokémon drin. Wir brauchen jetzt noch ein paar Normal-Pokémon. Offensichtlich brauchen wir Evoli. Dann nehme ich das Evoli, weil es potenziell sogar noch ein bisschen was machen kann. Und dann nehme ich noch Snorlax. Und wir können noch... Wir nehmen erstmal die ganzen Trainerkarten rein, die ich will. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Energy Removal definitiv. Sehr gut. Gust of Wind, bitte. Super Energy Retrieval. 4 Bills, selbstverständlich. Pokémon Trader können wir auch mit reinnehmen. Und dann natürlich ganz viele Wasserenergiekarten. Maxen wir aus. Machen noch eine Double Colorless. Und jetzt können wir uns ja noch einen Second Type suchen, den wir hier reinballern. Es ist leider immer noch das schlechte Raichu, wir haben nicht das gute. Wir könnten noch Elektro machen, dann könnten wir Jolteon entwickeln. Aber wir haben zu wenig Elektrokarten. Vielleicht würde sich Pflanze anbieten. Oder? Na, wenn, dann würde ich einen Type nehmen, mit dem wir auch ein bisschen profitieren können, wenn wir andere Energie reinpacken. Problem ist nämlich, wir haben jetzt nur 15 Energie. Und wenn wir jetzt noch mehr farblos reinpacken, beziehungsweise wenn wir noch irgendeine andere Energie reinpacken, dann haben wir das Problem, dass wir die nicht wirklich effektiv nutzen können. Wir bräuchten halt mehr Wasserenergie. Naja, egal. Ich denke, ich werde das Deck noch ein bisschen aufstocken mit ein paar Farblos-Pokémon, wie Farfetch'd, Lickitung vor allen Dingen. Sehr gut, sehr gut. Werde noch nach ein paar Wasser-Pokémon Ausschau halten, die ich hier reinpacken kann. Ich glaube, ich nehme die Squirtle und War Turtles rein. Ja, und dann kann ich noch ein paar Trainerkarten für Energy Retrieval. Noch ein Eich. Und ja, ich denke, damit können wir leben. Save the Stack. Yes. Das ist Aqua. Einfach nur Aqua. Oh ja, das ist wild. Okay. Legen wir los. Ich habe jetzt 2 Decks und ich denke, damit können wir den Grass Club herausfordern. I'm Heaver, a member of the Grass Club. You're Fantas, the one resisting Team Grill, right? Well, Clubmaster Nikki has driven, was driven out of the club by Grill number 2. Our club is now unfortunately the territory of the nefarious Team Grill. In any case, take this, I managed to keep it hidden. Oh, danke. Danke. Nee. Das gute Magma, beziehungsweise alle Magma-Karten sind ironischerweise gut, aber das kommt sowas. Und ein Pokéball, das ist auch sehr gut. Magma kommt definitiv in das andere Deck rein. Ohne Wenn und Aber. Please ask Brittany, where Nikki is hiding out. Also das Magma kommt ja mal so hier rein, das ist ja lächerlich. Frage ist, was kicken wir dafür? Ein Machamp weniger schadet nicht. Wisst ihr was? Wir gehen die ganze Line mal um 1 runter. Da kann ich meinen Fokus der Kampf-Pokémon ein bisschen reduzieren. Wir haben halt auch nicht so viel Fighting-Energie, da kann ich noch 2 Feuer-Energie reinpacken. So. Yes. Passt. Dieses Magma ist so ein Segen. My name is Kristen, I'm a Grass Club member, of course. Our Clubmaster Mickey has fled from the club. I was told to give you this if you stop by to investigate. Legends! Oh, vielleicht bekommen wir auch das Lavados. Okay. Okay. Dieses Lavados, ach ja, genau. Ah, das war das, was 80 machen kann, aber nicht muss. Weil der Angriff auch immer mal einen Coinflip hat. Okay, das ist ein Deckout. Oh! Oh! Noch ein weiteres gutes Magma. Das würde ich natürlich auch reinpacken. Und noch ein Energy Removal. Der ist immer gut. Please do your best to help Mickey. Brittany knows where she fled to. You can find Brittany sitting at the dueling table over there. Machen wir gleich. Wahrscheinlich müssen wir sie vorher besiegen. Weil, lassen wir es nicht nehmen, noch ein Magma reinzupacken. Dieses Magma ist so gut.
Reduzieren wir einfach die Feuerenergie nochmal um 1. So, und dann passt das. Das Lava, das ist leider gar nicht so gut, deshalb will ich das nicht mit reinnehmen. Hey there, I'm Brittany of the Grass Club. Say you're Fantas, the kid going after grill number 2, right? If you wanna beat him, you'll need to speak with Mickey first. Beat me and I'll tell you where she is. Lose and I won't tell you anything. If you're ready to test your abilities, let's do it. Yep. Okay, wir gehen ja actually mit einem Deck mit Nachteil hier rein. Danach würde ich das Feuerdeck nehmen, falls es nicht funktioniert. Oh, keine Basis-Pokémon. Schlimm. Okay, Tauros Lied, Magikarp, Farfetch'd. Ja, das ist fair. Der Rest, so wie ich ihn gezogen habe, passt eigentlich auch, denke ich. Tangela. Das sehe ich gar nicht gern. Okay, wir fangen erstmal damit an, Tauros auszustatten. Spielen Bill, haben Professor Eich, noch ein weiteres Magikarp und wir können erst ab 2 was machen, also, ja. Ja. Warum hast du geweint, wenn du eine zweite Pflanzenenergie hast? Ach Gott. Aua. Zum Glück hat Tauros 70, das heißt, wir können ein bisschen was durchhalten. Ja, das heißt jetzt erstmal Magikarp ausstatten. Und wir hoffen einfach mal, dass wir einen Zug haben, in dem wir keine Paralyse bekommen. Dann kann ich nämlich auch Tauros noch... Oh Gott, ja. Der Tauros ist tot. Es kann auch potenziell sein, dass wir den ganzen Kampf jetzt gerade verloren haben. Lickitung. Oh mein glorreicher Freund und Helfer. Dich starte ich nächsten Zug aus. Wir wollen noch ein bisschen Schaden machen. Ach, 20, verdammt. Dieses Tangela... Achso, oh, wir kicken das raus aus der Arena. Okay, sehr schön. Wenn du schlau bist... Ach, verdammt! Ich wollte gerade sagen, wenn du schlau bist, dann greifst du nicht mit Bulbasaur aus, sondern rüstest einfach im Hintergrund noch jemanden aus, aber gut. Bulbasaur. Da gehen wir mit Lickitung rein. Da. Okay. Okay. Da gehen hinein zu. Aber... Wir geben Lickitung die Wasserenergie, weil wir brauchen Supersonic nicht. Wir brauchen legitim nur den ersten Angriff. Schlecker ist es, glaube ich. Ich habe gerade nicht darauf geachtet. Weil Lickitung hat nur einen einzigen Job und das ist Stallen. Lickitung stallt jetzt so lange, bis wir im Hintergrund unsere Pokémon ready haben. Und diesen Job erfüllt dieses Pokémon so lächerlich gut. Es ist einfach nur... Achso, Tongrap. Okay, also... Zungenumhüllung. Es hat halt 90 Base KP und mit seinem Paralyseangriff ist es halt auch wirklich widerlich. Noch ein Professor Eich, das ist gar nicht gut. So, Colorless auf Farfetch'd. Wir könnten... Ah, wir haben glaube ich nur 2 verloren. Ja. Ich glaube, ich muss 2 Karten ablegen für dich, oder? Ja, das bringt mir nicht viel. Okay, dann spielen wir einfach Professor Eich. Da, 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 da. Energy Search, Squirtle, Snorlax, noch ein Squirtle. Seal. Sehr gut. Und wir nehmen natürlich Wasserenergie, wir haben eh keine andere Wahl. Und da würde ich eventuell meine letzte Bank... an Snorlax drücken. Okay. Und wir Tongrappen weiter. Schade, keine Paralyse. Aber Bulbasaur ist auf jeden Fall im nächsten Zug down. Okay. Wir sind gerade leicht im Nachteil. Aber wir sind auch auf jeden Fall bereit für Gyarados. Weil wir es ziehen sollten. Dewgong haben wir jetzt auch, aber ich habe es leider auch nicht entwickeln können. Problem ist natürlich, Tangela ist hochgradig gefährlich. Tangela wird mich halt sofort töten mit einem Angriff. Und Tangela wird halt all meine anderen Pokémon ebenfalls basically sofort töten können. Okay. Wir holen Farfetch'd gegen dich rein. Weil wir zumindest
konsistent Schaden machen können, solange du keine Plus Power verwendest, haben wir eigentlich einen Safe Kill. Okay, wir haben zwei Garados. Und falls mir nicht alles täuscht, genau, du machst 50 Schaden. Das heißt, wir haben auch einen Safe Kill mit Garados. Und dann starte ich weiter unser Dewgong im Hintergrund aus. Setze dich hierher. Energy Retrieval ist jetzt auch nicht verkehrt. Können wir ein Magikarp wegwerfen. Wir haben zwei Garados, wir brauchen kein weiteres Magikarp. Und ehrlich gesagt, retreate ich dich und hol Garados rein. Dragon Rage, 50. Goodbye, Tangela, weil du bist nämlich mit Abstand das Schlimmste hier. Und GG. Weiteres Energy Retrieval, sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ob unser Garados Elektro oder Pflanze als Schwäche hat. Ich glaube, es hat Pflanze. Das heißt, es könnte sehr wehtun. Ah, oder auch nicht. Pokémon Trader, gute Karte. Ich würde sagen, weiter Dewgong ausrüsten. Und dann machen wir das natürlich. Wir tauschen Squirtle gegen... Haben wir einen War Turtle hier? Ja. Wir haben das andere War Turtle. Okay. Ich habe ja auch gar nicht das normale War Turtle. Okay. Und das ist auch ein garantierter Kill. Nidoran ist weg. Und wir haben unseren Platz an der Front erobern können. Und Weedle kann uns gar nichts. Selbst wenn du uns vergiften solltest. Auch Kakuna kann uns nichts. Ich habe genug Pflanzenkarten gespielt in dem Let's... Oder beziehungsweise nicht in dem Let's Play, aber... als ich gegrindet habe, dass ich weiß, wie gefährlich mir das Weedle sein kann. Bibo mit Duo-Nadel hätte mich tatsächlich one-shotten können. Aber es juckt nicht mehr, weil wir haben gewonnen. Dragon Rage und GG Weedle ist down. Ba-ba-ba-ba-da. Ja, trotz Nachteil gewonnen. Yep, just as strong as I thought. Here, take these Booster Packs. Oh, wieder Mehrzahl, also zwei. Ninetales! Jawoll! Und nochmal. Und noch ein weiteres Rapidash. Leute, unser Feuerdeck ist langsam unaufhaltsam. You wanted to know where Mickey is hiding, correct? You can find her at Ishihara's, the house near the Northwest Cape. Hurry to Ishihara's house and speak with Mickey. Okay, bevor wir das tun, gegen Mickey, ich weiß gerade nicht, ob wir gegen sie kämpfen müssen, aber falls ja, will ich natürlich ordentlich ausgestattet sein. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt die Line von Glumanda rauskicken ganz. Ups. Weil ohne Glurak ist es zwar nett, aber halt nicht brauchbar genug. Und da bin ich mit dem Pokémon hier, also mit der Ponita Galoppa Line und vor allen Dingen mit Ninetales als Ace-Pokémon sehr viel besser bedient. Pack ich noch einen Vulpix rein? Ja. Ist zwar ein bisschen blöd zu setupen, aber ja. Oder nee, Moment. Nee, Moment. Wir holen uns... Na, ich hätte mir noch ein weiteres Hitmonchan gewünscht. Okay, ganz anders. Habe ich noch einen Lickitung? Nein, ich habe kein weiteres. Verdammt, schade. Wir holen uns Snorlax noch mit rein. Snorlax als Doll-Pokémon. Ich wünschte, wir hätten Kangama. Wenn wir Kangama hätten, dann hätten wir gar kein Problem mehr, weil Kangama kann nämlich die ganze Zeit ziehen. Mit einer Energie. Okay. Ishiharas Haus. Guten Tag. Yes, my name is Mickey, the clubmaster of the Grass Club. You fought Miss Brittany to learn of my whereabouts, right? Thank you very much, Fantas. Since you could defeat Brittany, surely you are trustworthy. Ich meine, das bedeutet ja mal gar nichts. Please take this. It might be useful when fighting Grin Number 2. Das Defeat-Deck. Please take this as well. Die Grasscon. Okay, wie es aussieht, will Mickey gar nicht gegen uns kämpfen. Feel free to use it as you like in any future duels. Please do your best to save the Grass Club. Good afternoon, my name is Ishihara. I love collecting rare Pokemon trading cards, but you must excuse me for now, it's not the time. If you fulfill Miss Mickey's wish, I'll trade cards with you. Okay?
Dann würde ich sagen, als abschließenden Punkt fordern wir Gerü Nummer 2 mal zum Duell heraus. Schauen wir kurz, was wir für ein Deck bekommen haben. Es ist ein Pflanze-Wasser-Deck. Dann werden wir höchstwahrscheinlich gut tun, wenn ich weiter mit dem Aqua-Deck spiele. Wo ist Grün Nummer 2? Wir haben jetzt nicht herausgefunden, wo Grün Nummer 2 ist, oder was? Also, Science Club hat uns zum Grass Club geleadet und der Grass Club, der ist leer. Water Club? Bist du Grün Nummer 2? Wir speichern mal ganz kurz. Oh ne, er ist Grün Nummer 3. I'm Grün Nummer 3 auf Team Grün. The Water Club is under my power. Take a look at the pool. Was übrigens ziemlich brutal ist, weil man ja bedenken muss, so lange wie die da schwimmen, kann es ja sein, dass irgendwann deren Muskeln schlaff werden. Und auch natürlich deren Haut sich löst und alles. Das ist schon ziemlich perfide. Just look at the club members, Sarah, Amanda, Clubmaster, Amy. Though Joshua ran away before I could catch the little whelp. But why are you here? You want me to free them from their cage? Alright then, if you can beat me in a duel, I'll free them all. Okay. Ich habe höchstwahrscheinlich ziemliches Problem gegen dich, aber wir kämpfen mit unserem Wasserdeck jetzt gegen Grün Nummer 3 statt Grün Nummer 2. Entschuldigt den kurzen Awkward Cut, ich hatte einen Nieser, den konnte ich nicht mehr unterdrücken. Und ja, den musste ich jetzt rauslassen. Okay. Ich würde einen Farfetch-Lead machen, weil wir damit potenziell einen 30er Schaden rausbekommen, ganz zu Beginn, und das zwiebelt. Pinsir, oh Gott. Oh Gott, wir haben wirklich, wirklich, wirklich einen harten Nachteil gerade. Das gefällt mir gar nicht. Leak Slap. Ah. Man kann Leak Slap, glaube ich, nur ein einziges Mal einsetzen. Deshalb ist unser Porenta jetzt basically einfach nur ein useless Platzhalter. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Unser Porenta ist useless und wird jetzt gegen Pinsir sterben. Na okay, noch nicht ganz, aber es wird gleich sterben. Uff. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Und wir haben natürlich schon wieder einen Professor Oak. Also, wir ziehen gerade echt nicht cool. Ich muss jetzt einmal Professor Oak spielen, ansonsten sehe ich keinen Stich mehr. Lickitung wäre jetzt eine Wohltat. Snorlax ist natürlich auch nicht verkehrt. Blöd nur, dass wir jetzt Eevee gezogen haben. Aber wir können Gust of Wind spielen, das ist gut. Und siehe das auch hier. Okay, 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 Leute. Wir haben eine Chance, zurückzukehren. Wir holen einen Execute rein. Und wir tauschen Evoli, weil es halt eh nicht so gut ist für uns. Und holen uns War Turtle, wenn wir es irgendwo sehen. Oder Gyarados. Wir holen uns Gyarados. Weil mit Gyarados können wir potenziell ordentlich Schaden anrichten. Und ja. Moment, ich hatte ja ein Seal hier, oder? Ja, ich hatte ein Seal. Okay, gut. Und ja, mehr als jetzt warten kann ich eh nicht. Okay, Bill, mein Freund. Energy Removal und Seal. Wir spielen Energy Removal und machen das Pinsir erstmal ein bisschen weniger useful. Und wir entwickeln unser Magikarp zu Gyarados und unser Seal im Hintergrund zu Dewgong. Und haben damit schon mal zwei sehr, sehr gute Mons. Oh, wait. Oh, ich hatte ja gar kein... Schade. Wir brauchen Energy Surge. Wir brauchen Energy Surge. Wir brauchen Wasserenergie. Okay, da ist es. Sehr schön. Direkt eine Wasserenergie. Los, her damit. Okay, ich muss schauen, wer Priorität haben sollte. Gyarados oder Dewgong.
Dugong hat Schwäche Electric, also ist es wahrscheinlich besser, wenn ich Dugong erstmal setupe, weil ich damit länger leben würde. Und danach hätte ich erstmal einen 50er Brecher, der alles mögliche damagen kann, problemlos. Ja, jetzt sind wir gerade in einem blöden Stalemate. Okay. Warum gibst du das nicht deinen Execute? Ich meine, ich kann jederzeit mein Farfetch'd raus tun. Okay, okay. Na gut. Dann machen wir weiter, so würde ich sagen. The bench is full. Ach ja, stimmt. Come on! Wasserenergie. Unser Dugong ist battle ready. Ich retweete raus, hole Dugong rein und fange jetzt an, hier ein bisschen rumzufeuern mit Aurora Beam. Und das ist jetzt endlich der Moment, in dem ich was machen kann. Okay, Pinsir kommt rein, das ist gar nicht gut. Pinsir ist das Pokémon, vor dem ich mich am meisten gefürchtet habe. Nein! Nein! Okay, aber ehrlich, du bist mir gerade ein bisschen in die Karten gespielt dadurch. Farfetch, du kommst wieder rein und hältst Platz. Und wir statten Gyarados natürlich jetzt aus. Spielen Magikarp. Ja. Und beenden den Zug. Er holt sich jetzt einen Kill an Farfetch. Und wir holen jetzt unser Dugong rein. Wieder. Okay, Bill. Doppelfarblos und ein weiteres Gyarados. Das Gyarados können wir jetzt wegfeuern. Da würde ich sagen Energy Retrieval. Holen uns zwei Wasserenergie zurück. Entwickeln unser anderes gebenchtes Magikarp. Und ich würde jetzt sagen, Leute, wir geben Dugong eine vierte Wasserenergie. Der Grund ist, damit können wir Ice Beam machen und mit Ice Beam können wir potenziell jetzt das Pinsir paralysieren. Tun wir natürlich nicht, schade. Ein Two-Shot wäre es halt so oder so gewesen. Und hätten wir es paralysieren können, hätten wir eine absolute Edge gehabt. Leider war das nicht der Fall. Okay, Tauros. Tauros, du bekommst direkt diese Energie. Und was ich jetzt tun will, ist Gust of Wind. Wir holen Tangela rein. Vor Tangela. Oh wait, das ist ja nicht mal das Tangela, vor dem ich Angst hatte. Aber wobei du, glaube ich, auch ziemlich mies bist. Poison Whip, ja. Aber du bist deutlich schlechter, was zur Hölle? Ja, und wir besiegen dieses Tangela. Und das Pinsir kommt jetzt rein. Und mit ein bisschen Glück können wir das Pinsir mit unserem Tauros, was ich gerade mit der Double Energy ausgestattet habe, töten. Weil das Dugong jetzt stirbt, das war leider unabwendbar. Okay. Und wir starten weiter im Hintergrund unser Gyarados aus. Ach, come on, wieso gewinne ich keinen einzigen Münzwurf gerade? Also, legitim, ich habe alle Münzwürfe in diesem Match bisher verloren. Genauso wie diesen. Den habe ich ja offensichtlich auch verloren. Was soll das denn? Okay. Starten wir Gyarados weiter aus und ja, kann nur warten, ne? Na gut, wenigstens den Münzwurf habe ich ausnahmsweise mal gewonnen. Problem ist, ich bin in der Range, dass Guillotine mich töten kann. Okay, und wir haben Lapras gezogen, das ist gut. Das Gyarados ist ja fertig, das kann angreifen. Das heißt, wir starten jetzt unser weiteres Gyarados im Hintergrund aus. Jetzt bekommen wir Kopf und er kann jetzt einfach seinen Pinsir reinholen. Wait, never mind. Oh, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ah, ich habe den Angriff falsch verstanden. Der Angriff ist, wenn ich Kopf bekomme, mache ich Schaden
Wenn ich Zahl bekomme, kicke ich raus. Dann ist das ja gar nicht mal so ein schlechter Angriff. Das heißt, man hat so oder so einen ziemlich guten Effekt. Ja, das mit Pinsir habe ich gesehen, dass das jetzt passiert. Das ist auch nicht schlimm. Kann ich mit leben. Und wir holen selbstverständlich unser Gyarados jetzt rein. Und starten weiter im Hintergrund unser anderes Gyarados aus. Dragon Rage, zack, Pinsir weg. Weiter geht's. So, dieses Oddish können wir garantiert one-shotten, sobald wir angreifen können. Das kommt jetzt nur auf die Stun-Spawn. Natürlich. 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 Was auch sonst. Energy Surge. Okay. Ehrlich gesagt will ich die Energy Surge nicht verwenden, um unser Deck weiter auszudünnen, sondern nehme stattdessen einfach das so. Und dann haben wir eine ganze Hand voller Wasserenergie. Wir müssen halt jetzt killen. Wir haben keine Wahl. Okay. Sehr schön. Unser Gyarados darf killen. Und dann bereiten wir unser Lapras im Hintergrund vor. Dragon Rage, zack, kill. Und Energy Retrieval. Da kommt das nächste Oddish. Das angeschlagene. Und das Spiel geht von vorn los. Oh! Keine Paralyse. Wir haben immer noch eine Chance. Sehr schön, sehr schön. Mehr Wasserenergie. Unser Lapras ist jetzt auch fertig. Dragon Rage. Oddish ist tot. Und jetzt kommt es ganz auf das letzte Pokémon an. Noch ein Oddish. Oh, Glumanda. Da war Glumanda random dabei. Und die Paralyse ging auch nicht durch. Das heißt, wir haben gewonnen. Wow. Trotz horrenden Nachteil. GG. Das war ein Match. Es wäre an dem Punkt bergab gegangen, hätte er tatsächlich ein G-Floor setupen können. Aber das war auf jeden Fall ein Match. Das kann man schon mal sagen. so you won. I'll take my leave now, then. And you'll take these lovely booster packs, danke. Oh, das ist das gute Mewtwo. Das ist actually gut. Dark Flareon. 50 HP, playing with fire. Boost attack only if there are any fire energy energy cards attached to Dark Flareon. Flip a coin if heads, discard one of these. Ugh. And this attack does... Oh, 50. Und bei Zahl macht das garantiert 30. Und das ist nicht so schlecht. Potion Energy. Special Energy Card. If you play this card from your hand, remove one damage counter from the Pokémon you attach it to, if it has any. Und das ist eine farblose Energie. Naja. Squirtles, Shell Attack 20. Wir haben ziemlich viele Squirtles. Dark Rapidash. Rear Kick und Flame Pillar. You may discard one Fire Energy attached to the when used attack. If you do any... If your opponent has any Bench Pokémon, choose one and 10 Schaden von... Na, das ist nicht worth. Und Lost Isle. Mack, Jinx, Golem, Choke, Kabuto, Tauros. Na, das ist Tauros nicht schlecht. Zubat, Pikachu, Poliwag, Fire Energy. Na, whatever. Ich meine, das Mack ist vielleicht nicht verkehrt, aber... I'll set a club member's re from the cage now. Here goes. Gra! Don't think you've won. I still got a fire club under my control. I'll be waiting for you at a fire club kit. Okay. My name is Amy. I'm the water club master. Thank you so much for defeating that team Gr member. Here, take this deck as a reward for your victory. It should be useful for battling Gr number 3 later. Ich find's lustig. Wir haben einfach ein Deck nach dem Kampf gegen ihn bekommen, um ihn nochmal zu bekämpfen. Und die Watercon. Ja, nice. It's good to switch out your coins to match your mood. Gr number 3 is in the fire club now. Be extra careful around him. I know you succeed, Fantas. Schauen wir uns das Deck noch ganz kurz an und dann sind wir durch für heute. Feuer und Wasser. Haben wir denn was Cooles bekommen? Wir haben legitim nichts bekommen, was uns helfen würde.
Irgendwelche guten Feuerkarten. Oh, wir haben Ninetales ein weiteres bekommen. Das ist actually gut. Und wir haben das bessere Akani endlich. Jawohl, aber nur eine Karte. Also brauche ich es noch nicht ins Deck packen. Aber hey, wir haben es zumindest schon mal. Was haben wir hier drin? Wir haben Farfetched. Na gut. Wow. Energy Search. Oh. Full Heal. Pokémon Trader. Bill. Hm. Ach du Schande, wir sind ja gestackt mit Energiekarten. Aber danke für die ganzen Wasserenergiekarten. Die könnte ich eventuell gebrauchen. Nope. Das können wir auch auseinandernehmen. Gut. Okay. Danke dafür. Und damit sind wir fertig. Alles klar. Ich denke, wir haben genug geschafft. Und im nächsten Part... Oh, wait. 41 Minuten. Wieso habe ich so lange aufgenommen? Was zur Hölle? Ach so, weil das Duell so lang ging. Okay. Im nächsten Part wird es dann wieder ein bisschen kürzer. Und wir schauen, dass wir Grill Nummer 3 direkt besiegen. Und vielleicht auch Grill Nummer 2 wieder ausfindig machen. Und bis dahin, macht's gut.